Willkommen zurück, liebe Leute, hier am 21. August 2015 im Konflikt zwischen Mexiko und Guatemala, wo wir die Seite von Mexiko übernehmen und mit sehr wenigen Kräften, kombinierte Luft-Boden-Kräfte, hier dafür sorgen müssen, dass die Grenze, ja, dass es keine Grenzverletzungen gibt. Für das ganze Szenario bleiben uns 14 Stunden. Das ist nicht sehr viel. So, wir haben jetzt hier bereits ja die Aufträge und die Missionen verteilt. Deswegen spule ich mal ein bisschen vor. Ich denke, hier wird nicht so viel passieren. Ah. Okay, darauf wurde ja schon hingewiesen, dass das gute Wetter leider nicht anhält. Wettervorhersage, Broken Clouds, Forecast, next 3 to 6 hours, moderate rain expected. Winds northeast at 8 knots. Ja, also das Einzige, was jetzt, das ist nicht so schlimm, genau, also wir können, also unsere Sensoren sind dadurch natürlich ein bisschen beeinträchtigt, aber wir können trotzdem sozusagen die Luftwaffe nutzen, also fliegen, aber sollten hier natürlich, ja, in Low Altitude uns begeben, was dann natürlich wieder eine, also mit einem größeren Risiko für unsere Luftwaffe verbunden ist. Alles klar. Stopp. Was haben wir jetzt entdeckt? Ich sehe es nicht. Schalte das mal kurz Contact. Hier ist irgendwas. Ah ja, hier wieder so ein Fahrzeug. Hatten wir hier schon ein paar. Na ja, gut, es ist... Kommt jetzt hier an, sozusagen an einem Militär-Checkpoint durch. Richtung Grenze. Ich schätze, das ist nichts. Denn wir erwarten ja eher aus der anderen Richtung hier die Fahrzeuge. So Leute, jetzt begebt euch mal bitte schnell in eure Überwachungszonen, bitte. Gut, dass wir hier noch den zweiten Flughafen an der Front, an der Grenze haben. Stationiert da sind ja noch zwei von unseren kleinen Attack Helikoptern. Okay, die beiden haben wir jetzt hier in, da gehen wir mal auf Low Altitude, obwohl in den, jetzt noch nicht, vielleicht erst in den, also wenn es regnet. Doch, es regnet schon. Gehen wir auf Low Altitude auf Cruise. Und ihr geht auch auf Low Cruise. Und die Drohne. Ja, die bleibt. Ja, doch, die geht mal auf Medium Altitude und auch auf Military Speed. Okay, jetzt endlich, jetzt, ups, stopp. Was haben wir denn jetzt hier? Ja gut, die sollen jetzt hier wieder, ich habe vergessen, hier den Waypoint zurückzulegen. Die sollen jetzt, sollten einfach nur einen Überflug machen. Die können mal hier ein bisschen
Und dann Richtung Airport. Mal sehen, das müsste ja dann wieder reichen. So, hier ist ein diesem feindlichen Flughafen waren wir gerade so ein vermutlich Hubschrauber gesichtet. Das ist aber alles keine Gefahr. Also wenn, dann ist das hier, sind hier Bodentruppen wahrscheinlich in diesem Szenario das, wo wir mit umgehen müssen, feindliche Bodentruppen. So, liebe Leute, bis jetzt alles ruhig. Wo war das jetzt? War das hier wieder? Ja, scheinbar. Ach, da unter noch so ein ziviles Vehikel. Vermutlich. Okay, wie sieht's hier aus mit eurem Sprit? Ah, der geht schon RTB automatisch. Gut. Der hat Bingo Fuel erreicht. Das schafft er auch noch locker. Und hier Bingo Fuel in 7 Minuten. Ja, warte mal, aber das ist schon ganz schön knapp hier. Der soll jetzt lieber mal zurückkehren. Und der noch nicht. Und zwar jetzt. Unsere Drohne, die kann noch 10 Stunden in der Luft bleiben. 7 Stunden bis Bingo. Ich überlege gerade, ich werde die F5E gleich mal auf den anderen Flugplatz hier verlegen. Ja, sobald die wieder starten können. Was wahrscheinlich erst in 2, 3 Stunden der Fall ist. Oh Gott, 9 Stunden. Ach, das ist ja ärgerlich. Hätte ich vielleicht mit... Na gut, es wird knapp, aber es geht noch. Und dann schicken wir die wirklich nur noch in die Luft, wenn wir irgendwo eine Bedrohung haben. Was mit den Helis? Gut, die sind so bald wieder einsatzbereit. Ja, das ist jetzt wieder nur so eine blöde. So ein Fahrzeug hier gewesen, glaube ich, oder?
jetzt ist natürlich der obere Patrouillenbereich. Wird jetzt natürlich gar nicht abgedeckt. Ja, hatte ich vergessen. Die starten natürlich dann automatisch, sobald die einsatzbereit sind und begeben sich hier wieder rein. Na gut, okay. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen drauf achten. Eine Stunde 20 ist Bingo. Die können auch nur eine Stunde 30 fliegen. Das ist ja nix. Schwierig. Okay, bislang ist alles ruhig. Ich schicke die mal wieder zur Base und starte die dann wirklich nur im Angriffsfall. Und ich überlege gerade, die Drohne in diesen Bereich zu verlegen, weil hier unten haben wir ja zumindest die Bodentruppen. Das werde ich tun. War Open Eye, genau. Ja, das ist gut. Kann diese Basis eigentlich auch irgendwie Radar ein... Ach, tatsächlich, ja. Das ist natürlich cool. Der Airport kann doch bestimmt auch Radar einschalten. Ja, machen wir es doch mal. Aber ich sehe hier gar keinen Sensorbereich. Okay. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon den Moderate Rain. Bei 30 Grad Celsius mit leichtem Wind. So, die Drohne hat ihr Patrouillengebiet erreicht und begibt sich auf die Mission Open Eye. Okay, nochmal eine Wettervorhersage. Scattered Clouds in den nächsten 6 bis 12 Stunden und dann keine signifikante Precipitation. Das ist gut, genau. Will definitely help our Tigers. Die dann auch wieder in 8 Stunden, das wird knapp, wie gesagt, aber dann voll einsatzbereit sind. Ja, ihr seht, auch das Wetter spielt bei dieser Simulation eine Rolle. Achso, ich muss mal auf Play drücken, ne? Wäre nicht so schlecht. Ach, da ist schon wieder so ein ziviles Fahrzeug von mir aus. Gut, die fahren natürlich auch zwischen den Dörfern hin und her. Durch dieses unwegsame Terrain. Das ist ja völlig, ja, undramatisch. So, was mit dir hast? Noch die Sensor... Ja, ich hatte doch Radar eingeschaltet. Schon wieder nicht. Ach, der hat gar kein Radar. Der hat
Der hat nur eine Surveillance-Kamera. Ja, gut, dann. Das gucken wir uns mal eben an. Also, UAV, Unmanned Aerial Vehicle, also das ist auch auf gut Deutsch eine Drohne. Meter Spannweite. Und wir haben hier diesen Sensor, Generic Flare, Infrarot, Surveillance Camera, Range maximal 45 Meilen. Dritte Generation, Air Search, Surface Search, Ground Search. Detection Classification 20, Scan-Intervall 10. Was das jetzt bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich irgendwie die Qualität dieses Gerätes. Also vielleicht wieder so ein fiktiver Wert, genau wie bei den Schadenspunkten, dass man das hier so ein bisschen im Spiel miteinander einfach vergleichen kann. Okay, Leute, ich gehe mal auf Pause. Mit dem Blick auf die Uhr stoppe ich jetzt mal die Aufnahme, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auch aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Das wird dann morgen hoffentlich sein. Also ich freue mich auf jeden Fall hier auf die Mission, die ich doch recht spannend finde. Ja, bis dahin, macht's gut.